Florian Hoppen. Florian Hoppen. Der Antikristkapitalismus. Antikristkapitalismus. Die DDR war eine geschlossene Gesellschaft. Wir kritisieren ja nun mal die Herrschaftsverhältnisse im Kapitalismus. Bald haben wir keine Mittelschicht mehr. Wir haben eine Bananenrepublik-Tendenz, sehr reiche und eine arme Klasse. Da muss doch mehr drin sein, dass die Linke mindestens 10-15% hat. Warum denn nicht? Wofür stehen wir eigentlich? Wo wollen wir hin? Die Linke entsteht aus der sozialen Frage. Klar. Sie entsteht auch aus der Frage der Mitbestimmung in der Produktion. Wir haben uns zu sehr gestritten und auch hart untereinander. Ja. Das ist bei den Linken furchtbar. Die Linken gehen davon aus, dass sie an sich die besseren Menschen sind. Und dann sind sie alle immer so klug, dass sie alleine wissen, wie es richtig ist, im Unterschied zu dem, der neben ihnen steht. Wir haben leichtfertig die Ostidentität aufgegeben. Das dürfen wir auf gar keinen Fall. Und die müssen wir zurückgewinnen. Wir dürfen den Osten nicht der AfD überlassen. Punkt. Millionen YouTube-Beiträge gelöscht, Telegram abschaffen, steht zur Debatte. Keine Sendelizenz für Russia Today. Einige Kollegen werden durch den Bundesverfassungsschutz verfolgt. Kontosperrung, Rauschmiss, Hausdurchsuchen, Andersdenkende wie Ärzte, Richter, Wissenschaftler. Das ist schwere Zensur. Nicht jeder Protestierende ist ein Reichsbürger, Nazi oder latent Antisemit. Finden Sie, dass wir noch denselben Freiheitsstatus genießen, insgesamt Toleranz wie vor der Corona-Krise? Erstens werden Sie sich wundern, als eine berühmte Firma den Twitter von Trump abschaltete, fand ich das falsch. Obwohl ich das, was Trump da leistete, natürlich völlig daneben fand. Das muss über ein unabhängiges Gericht geben, das dann entscheidet, ob das in diesem Falle angemessen ist oder nicht angemessen. Und dazu muss es auch klare Rechtsgrundlagen geben. Haben wir nicht. Zweitens, ich selber bin dreimal geimpft. Ich bin für Aufklärung. Ich möchte, dass möglichst viele Menschen sich impfen lassen, aber ich bin gegen Zwang. Der nächste Punkt ist, natürlich haben Sie das Recht zur Demonstration. Und das ist ein Grundrecht. Und da gibt es natürlich viele, die Angst haben. Die sind auch keine Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretiker. Die sind auch keine Nazis und keine Antisemiten. Aber die gibt es eben auch. Natürlich. Das darf man nicht vergessen. Die nutzen das auch aus. Und nun dürfen aber auch Demonstrantinnen und Demonstranten haben ein Grundrecht und dabei müssen sie natürlich auch bestimmte Dinge einhalten. Und wenn sie sie nicht einhalten, dann muss wieder der Staat eingreifen. Aber wir dürfen auch nicht so tun, als ob der Staat ohnmächtig ihnen gegenübersteht. Ja, genau. Es ist ja eine Minderheit und die hat ein Demonstrationsrecht und das müssen wir wahren. Und ich hoffe ja doch, dass wir bald ein Ende der Pandemie erleben, sodass so Auflagen, Abstand halten, Maske tragen und so weiter, was ja logischerweise Demonstrationen beeinträchtigt, dass die dann endlich wegfallen. Stärkung der Unternehmerkultur in Deutschland. Ja, ganz wichtig, weil ich bin ja ein Anhänger des Mittelstandes, weil der Mittelstand genauso wie überhaupt die Mitte der Gesellschaft bezahlt alles in Deutschland. Die das Armen können es nicht und an die Reichen und Konzerne trauen sich nicht ran. So genau. Einfach ist es. Und der FDP sage ich immer, sie will ja die Partei der Mitte sein. Und dann sage ich immer, seid ihr erst dann, wenn ihr von den wirklich Reichen und den Konzernen mehr verlangt, damit die Mitte entlastet werden kann. Solange ihr euch das nicht traut, redet ihr von der Mitte, aber tut nichts für sie. Liebe YouTube-Freunde, es ist mir ein Privileg und eine wahre Freude, mit Dr. Jur Gregor Florian Gysi, derzeit Bundestagsabgeordneter, hier im Bundestag einen echten Talk führen zu können. Für mich ist Dr. Gysi ein Enigma. Das ist so etwas wie ein Rätsel, ein derartig bewegter Lebenslauf. Ich fange an mit zwei Zitaten, die mich echt getoucht haben. Sie sagen ja von sich, dass sie nicht gläubig sind, aber diesen Satz fand ich so souverän. Ich werde
nicht zurückhassen, wenn mir Hass entgegenspült. Also erstmal grüße ich natürlich auch alle YouTube-Freunde, aber ich grüße selbstverständlich auch die YouTube-Freundinnen. Das ist mir ganz wichtig. Aber zum Zweiten, ja, ich bin wirklich nicht gläubig, aber ich fürchte eine religionsfreie Gesellschaft. Das habe ich gesagt und das hat auch seine Gründe. Früher war die Linke mal fähig, Moralnormen zu formulieren, die auch allgemein verbindlich werden. Die Kraft haben wir gar nicht. Wir können es versuchen, aber es schaffen wir gar nicht. Und wenn wir nicht das Neue Testament hätten, wenn wir nicht die Bergpredigt hätten, hätten wir überhaupt keine geltende, allgemein verbindliche Moral. Und das kann ich dadurch beweisen, dass zu Weihnachten den meisten Christinnen und Christen einfällt, dass sie sich doch nicht wieder so benommen haben, wie es in der Bergpredigt drinsteht. Und dann spenden sie und die Nichtgläubigen spenden vor Schreck gleich mit. Insofern haben wir Weihnachten immer das höchste Spendenaufkommen in Deutschland. Das Zweite war für mich ungeheuer wichtig nach 90. Als ich das in den Bundestag kam, habe ich ja Hass gemerkt. Und ich habe eins gewusst, das kenne ich auch aus meinem Anwaltsleben. Wenn ich zurückhasse, bin ich nicht mehr souverän. Um meine Souveränität zu bewahren, darf ich nie zurückfassen. Nie zurückhassen. Wie schafft man das? Nur indem du versuchst zu verstehen, warum der andere dich hasst. Cool. Das heißt, dann überlegst du dir, aha, der hat so ein Leben geführt, jenes Leben geführt, der denkt das von dir, der hält das von dir, so kommt der Hass zustande. In dem Moment, wo du es erklärst, kannst du immer noch schlecht gelaunt reagieren, mit Abneigung reagieren, aber nicht mit Hass. Und das war für mich, glaube ich, ganz wichtig. Dr. Gysi, für mich, das berührt mich schon, weil für mich ist es ja die Bergpredigt, aber es ist ja auch Eugen Drewermann, der aus der Kirche ausgetreten ist und mittlerweile an seinem dritten Band arbeitet, nicht richten, sondern verstehen. Ja, und das fand ich ganz stark. Das andere, was mich echt zum Lachen gebracht hat in ihrer wahrscheinlich schwersten Zeit ihrer Karriere, das war eine veritable Hetz- und Medienjagd, auch juristischer Form. Teilweise hat sich gar nichts bewahrheitet. Aber das ist für mich Voltaire pur. Ich lasse mir meinen Humor / Lebensfreude nicht nehmen. Also die Bibel ist ja für jeden erlaubt, auch für mich. Und ich finde, ich interpretiere sie besser als sie. Es tut mir leid. Ich will gar nicht sagen, an welche Zeit mich das erinnert, wo solche Berichte so getürkt wurden. Es haben sie doch nicht. Da haben möglich. Sie aber fast finde, Glück, dass dafür auch gar keine Arbeit Zeit mehr besteht. Ne? Herr Bundestagspräsident, wissen Sie was? Ich werde mir jetzt mal notieren, wann Sie Geburtstag haben. Und dann werde ich Ihnen eine neue Uhr schenken. Ich muss Ihnen Folgendes erklären. Es gibt hier Leute, die reden 11 Minuten. Das kommt mir dann wie eine halbe Stunde vor. Und bei mir rennt Ihre Uhr immer. Ja, aber ich danke Ihnen trotzdem. Alles Gute. Wenn Sie wirklich die Bundesstraßen verkaufen, dann sage ich Ihnen, was passiert. Dann werden die Länder anfangen, die Länderstraßen zu verkaufen. Dann werden die Kommunen anfangen, die Kommunalstraßen zu verkaufen. Ich weiß gar nicht, wie viel Mauts wir dann überall bezahlen müssen. Das lasse ich mal noch alles weg. Aber eins sage ich Ihnen, Herr Schäuble, wenn das je passieren sollte, muss ich Ihnen ein bisschen drohen. Dann werde ich mit allen Mitteln versuchen, die Straße zu kaufen, in der Sie wohnen. Und dann wird das für Sie sehr teuer, wenn Sie nach Hause wollen. Und außerdem benenne ich dann die Straße um. Und es wird Ihnen am peinlichsten sein, immer schreiben zu müssen, dass Sie zum Gysi Nummer 1 wohnen. Aber das mache ich dann, das ist garantiert. Ja, das ist auch wichtig. Das musste ich aber das erste Mal als Rechtsanwalt lernen. Okay. Sie müssen ja davon ausgehen, zu einem Rechtsanwalt kommen eigentlich nur unglückliche Menschen. Immer Menschen mit Problemen. Also zu DDR-Zeiten. Ich heute habe ich Strafverteidiger auch und Zivilverteidiger. Ja, zu DDR-Zeiten habe ich auch viele Ehescheidungen gemacht, heute nicht mehr. Aber da kommt ja nie eine Frau oder ein Mann und erzählt dir, ich bin seit 40 Jahren glücklich verheiratet und will ihm mal erzählen, wie das läuft. Sondern die zu dir kommen, wollen den Partner ja so schnell wie möglich loswerden. Das ist sozusagen eine völlig andere Voraussetzung. Egal, ob du Zivilrecht nimmst, Verwaltungsrecht, Arbeitsrecht, Strafrecht, Familienrecht nimmst, es sind immer Menschen mit Problemen. Und da musst du lernen als Anwalt, eine gewisse Distanz aufzubauen, sonst wirst du depressiv. Also schon damals habe ich mir gesagt, lass dir nicht den Humor nehmen, lass dir nicht die Lebensfreude nehmen. Und das war dann in der Politik genauso. Wissen Sie, 1990, 91, 92 hat mich ja die Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt. Ich verstehe ja auch, warum. Das Problem ist nur, ich selbst fand mich ja netter. Und was ich noch nicht wusste, ist, dass ich doch eine preußische Eigenschaft habe, nämlich preußisch stur zu sein. Ich kann mich dann nicht damit abfinden, sondern habe um meine Akzeptanz gerungen.
was mir auch gelungen ist. Ich sage nicht Beliebtheit, sondern Akzeptanz. Ja, das ist ein großer Unterschied. Und insofern war dieser Grundsatz für mich wichtig und da haben mir natürlich auch andere dabei geholfen. Übrigens, meine Partei ist natürlich so, als sie noch so viel Dresche bekam, ne, dann haben sie mich immer drinnen gepflegt und mich wieder rausgeschickt, damit ich alle Hiebe abbekomme. Und nachdem die Hiebe nachließen, die ich draußen bekomme, habe ich sie innen bekommen, damit es einen Ausgleich gibt. Ja, damit ich nicht plötzlich anfange, unter einem Mangel an Hieben zu leiden. Hm? Ich möchte mal kurz erklären, liebe YouTube-Freunde, warum ich mich so über dieses Gespräch freue. Es gibt eine legendäre Rede von Ihnen, Dr. Gysi. Den Link werden wir auch einspielen. Ich fasse es mal zusammen, was bei NTV stand und bei Wikipedia. Gysi kritisierte 2013 die Bundesregierung scharf, dass sie nichts dagegen unternehme, dass die Five Eyes, das ist ja primär in dem Fall die USA und England gewesen, in Deutschland Bürger, wie zum Beispiel Angela Merkel, Politiker und Unternehmen ausspähten. Edward Snowden habe den Friedensnobelpreis verdient. Heißt es, es ist das alte Lied, dass wir lieber den bestrafen, der die Tat benennt, als den, der sie begeht. Und genau das muss sich ändern. Und genau das muss sich ändern. Und ich sage Ihnen auch, aufgrund der Veränderungen, die wir erlebt haben, schlage ich vor, Edward Snowden den Friedensnobelpreis zu verleihen. Er hat ihn verdient. Und wir wissen, dass es Industrie- und Wirtschaftsspionage mit Milliardenschäden für Unternehmen in unserem Land gibt. Nicht mal da werden Sie wach. Nicht mal da unternehmen Sie wirklich etwas, um das auszuschließen. Ich sage das ganz klar. Deutschland ist erst dann souverän, wenn es Herrn Snowden anhört, schützt, ihm Asyl gewährt und seinen sicheren Aufenthalt organisiert. Dann ist Deutschland souverän. Vorher nicht. Herr Bundesinnenminister, ich nenne Ihnen vier Varianten. Advokatisch. Vier Varianten. Also, was haben eigentlich unsere Dienste in Bezug auf diese Rechtsverletzung durch britische und amerikanische Dienste getrieben? Die erste Möglichkeit ist, Sie haben sie dabei unterstützt. Dann haben Sie gegen das Grundgesetz verstoßen, sich an Straftaten beteiligt. Das müsste sehr ernsthafte Konsequenzen nachziehen. Die zweite Möglichkeit ist, Sie haben es nur gewusst, aber nicht unterstützt. Dann müssen Sie aber die Bundesregierung informiert haben. Wenn die Bundesregierung informiert war, aber nichts erklärt hat, dann haben Sie das Grundgesetz verletzt, dann haben Sie Ihren Amtseid verletzt und dann haben Sie großen Schaden angerichtet. Wenn die Dienste es gewusst haben und die Bundesregierung nicht informiert haben, dritte Variante, na dann haben die wieder eine so schwerwiegende Pflichtverletzung begangen, dass wir schon wieder über ihre Zukunft diskutieren müssen. Und dann gibt es noch eine vierte Möglichkeit, Sie haben es gar nicht gewusst. Aber dann sind Sie sowas von unfähig, dass man sie auflösen kann. Darauf darf ich doch mal hin. Und ich habe auch eine Frage. Gibt es denn Spionageabwehr nur gegen den Osten, nicht gegen den Westen? Dürfen wir Milliardenschäden zum Beispiel in der Wirtschaft zulassen, bloß weil wir uns nicht trauen, bei den USA eine Spionageabwehr zu organisieren? Auch das geht nicht. Aber eins sage ich Ihnen auch, Freundschaft, wie Sie sich vorstellen, gibt es nicht. Mit Duckmäusertum und Hasenfüßigkeit erreicht man keine Freundschaft, sondern das Gegenteil. Nur wenn wir eine gegenseitige Achtung, einen gegenseitigen Respekt herstellen, dann kann es eine wirkliche Freundschaft geben. Und dazu brauchen Sie den Mumm als Bundesregierung. Sie müssen der US-Regierung sagen, Schluss, aus, wir hören Snowden und wir schützen ihn. Und dann erst sind wir wirklich souverän. Und dann verhandelt mit uns bitte auf gleicher Augenhöhe. Und dann kriegen wir auch eine Freundschaft mit den USA hin. Was Sie machen, ist Duckmäusertum. Das kenne ich seit Jahrzehnten. Ich bin es sowas von leid. Haben Sie endlich mal den Mumm. Ja, und genau so sind Sie hier auch. Ist doch nicht zu fassen, ist doch das. Haben Sie endlich mal den Mumm. Und deshalb sage ich Ihnen zum Schluss, wenn Sie nichts machen, was Sie gesagt haben, Herr Friedrich, ist ja, Sie verhandeln mit denen und die können. Wissen Sie, was Sie da eigentlich sagen? Sie sagen diesen fünf Ländern, macht ruhig weiter so. Von uns habt ihr nicht den geringsten Nachteil zu erwarten. Ich wiederhole, das verletzt schwer den Eid, den Sie geleistet haben, Schaden auch von unserer Bevölkerung abzuwenden. Und ich möchte, dass Sie jetzt den Mumm haben, die Beziehung auf eine andere Grundlage zu stellen, auf die Grundlage der Gleichberechtigung. Das ist nicht zu viel und das ist nicht zu wenig verlangt. Und das muss die Weltmacht mit ihren Weltmachterlüren endlich begreifen, dass wir ein gleichberechtigter Partner sind und nicht jemand, mit dem man machen kann, was man will. Und dazu brauchen Sie eine grundsätzlich andere Haltung, Frau Bundeskanzlerin und Herr Friedrich.
Was hat Sie da bewegt? Weil Sie, selber ein Gejagter waren? Erstens das, aber zweitens, ich finde, das geht einfach zu weit. Also es gibt eine Freundschaft USA, Deutschland, beide sind in der NATO etc. Und dann wird unsere Bundeskanzlerin ausspioniert. Also es trifft ja selbst mich. Ja, das geht einfach zu weit. Sie natürlich auch. Ja, klar. Und dass du dagegen so machtlos bist, das ist ja das Entscheidende. Du kannst dich ja aufregen und die machen es weiter. Und der Punkt ist immer ein doppelter. Die ganze Digitalisierung, die wir erleben, natürlich auch die neuen Social Medien, haben einen großen Vorteil und auch einen Nachteil. Der große Vorteil besteht darin, dass Herrschaftswissen beseitigt wird. Mhm. Ein Edward Snowden kann eben Herrschaftswissen beseitigen und uns aufklären darüber. Ein Julian Assange hat uns ja aufgeklärt über Kriegsverbrechen, die begangen wurden. Absolut. Durch die USA. Nicht die Kriegsverbrecher sollen zur Verantwortung gezogen werden, sondern er. Das ist natürlich eine verkehrte Welt. Und deshalb gibt es aber auch viel Solidarität mit Julian Assange. Übrigens auch viel Solidarität mit Edward Snowden. Weil der eine sitzt ja seit über 1000 Tagen in Isolierungshaft in Großbritannien. Und der andere kann ja nicht in die USA zurückreisen, sondern lebt in Moskau. Da habe ich ihn ja auch besucht. Ja, genau. Und dadurch, dass er uns auf solche Dinge aufmerksam gemacht hat und dadurch, dass sich dann das Verhältnis zwischen den Staaten verändert hat, dass also die Bundesregierung auch sagen kann, ihr geht zu weit, das geht beim besten Willen nicht, etc., hat er natürlich zum Frieden beigetragen. Und ich finde deshalb, dass er den Friedensnobelpreis verdient hat. Nun traut sich das Nobelpreiskomitee nicht, aber vielleicht trauen sie sich irgendwann dann doch. Man hatte sich dann aber, das ist eine kleine Stipperei von mir, genehmige ich mir jetzt gerade, Obama den Friedensnobelpreis gegeben, der sicherlich nicht unbeteiligt an der Erweiterung gewisser Kriegsszenarien war. Ja, vor allen Dingen hat er den bekommen unmittelbar nach Antritt seines Amtes. Also wenn überhaupt, kriegt man das ja am Schluss, wenn du überschaust, was jemand insgesamt geleistet hat, ja, schon so zum Start, das fand ich etwas daneben. Wobei ich eins sagen muss, was wirklich erstaunlich war bei Obama, und das war insofern eine kulturhistorische Zeitenwende, der erste schwarze Mann. Natürlich. Ich bitte Sie. Und das habe ich so einem gewöhnlichen Rassisten in den USA auch gegönnt, ehrlich gesagt. Er sollte ruhig darunter leiden, kann ich nur sagen. Aber wissen Sie, was ich auch erstaunlich fand? Über 200.000 Menschen standen hier, als er noch Kandidat war, um ihn zu begrüßen. Es war so viel Hoffnung damit verbunden, der erste schwarze Präsident. Und das verstehe ich. Ich verstehe auch die Hoffnung. Ich selber war auch ganz beglückt an dem Tag, als er gewählt wurde. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch so detailliert daran erinnern, aber das betrifft Sie primär, Frau Wagenknecht sekundär, wie es um die Aufnahme Griechenlands in die EU ging, auch in die sogenannte Euro-Fähigkeit. Da lieferten sie auch ein Gespräch, einen Talk. Der ist für mich so hammerhaft, weil es grob zehn Jahre vor dem Kollaps der griechischen Wirtschaft und Finanzpolitik war. Deswegen kann ich es mir nicht verkneifen. Wir sind ein Wirtschaftskanal primär, wir haben aber auch sehr bekannte Psychoanalytiker, Rechtsanwälte bei uns im Talk, Steuerexperten. Ich kann es mir nicht verkneifen, weil ihr Record in diesen Themen ist gut, auch die ihrer Partei. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich immer auf mehr Wirtschaftskompetenz in der Linken treffe als bei den Christdemokraten oder bei den Liberalen, die mal in einer sehr schweren wirtschaftlichen Lage waren als Partei. Wie sehen Sie denn, wenn Sie eine Wirtschaftsprognose abgeben würden, ich sehe bewusst das Zeitfenster 2023, also 2023 bis 2025, wie sehen Sie die wirtschaftliche Entwicklung unserer Nation? Vielleicht etwas zu Griechenland. Das ist selten, aber weil es ja ein relativ kleines Land ist, wurde das politisch und genau nicht ökonomisch entschieden. Das haben Sie erkannt. Ja, und das war nicht klug. Weil das Ergebnis haben wir 10 Jahre später gemerkt, was übrigens auch keiner weiß. Die Bild-Zeitung hat ja immer so getan, als ob wir die ganze Zeit finanziell helfen, Griechenland und so weiter. Und in Wirklichkeit haben wir Milliarden daran verdient, dass Griechenland diese Kredite nehmen musste, genau, für die wir nur dann haften würden, wenn Griechenland als gesamtes Land in Insolvenz geht. Damit ist ja nicht zu rechnen. Insofern haften wir für gar nichts, aber haben
über 2 Milliarden daran verdient, weil die immer an uns ausgezahlt werden mussten durch die Europäische Zentralbank wegen der Gewährung der Kredite. Gut, das ist das eine. Aber das Zweite ist, ansonsten ist es natürlich wieder so, dass die Leute feststellen, dass Wirtschaft immer den Vorrang hat vor Politik. Mhm. Nicht immer, aber meistens, sagen wir mal so. Und letztlich ist ja ein wirklicher Wirtschaftsboss mächtiger als die Kanzlerin. Das liegt daran, dass du einen großen weltweiten Konzern von jeder Insel aus über Computer dirigieren kannst. Deshalb kannst du den Hauptsitz des Unternehmens hinlegen, wo du willst, in die Steueroasen etc. etc. Und die Politik scheint, weil sie nicht den Mumm hat, dagegen vorzugehen, ohnmächtig zu sein. Und daraus entsteht der Eindruck, dass diese Wirtschaft mächtiger ist als die Politik. Denn wir haben eine Weltwirtschaft, aber keine funktionierende Weltpolitik. Das ist die große Schwäche. Weder die UNO leistet das, noch G7, geschweige denn G20, alle nicht. Wirtschaftsforum. Ja, und deshalb verstehen Sie, und was in Davos passiert, wenn die sich da treffen, ist ja nun wieder noch was ganz anderes. Ja. Ich will nur darauf hinaus, dass das die Leute so verunsichert. Ich habe das jetzt ja im Fernsehen gesagt, 30% unserer Bevölkerung, also 20% Nichtwählerinnen und Nichtwähler, 10% AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler, haben mit der etablierten Politik vollständig abgeschlossen. Die können von der CSU bis einschließlich der Linken mit all diesen Parteien nichts mehr anfangen. Mit den etablierten Parteien. Und wissen Sie, 5% ist normal in jeder Gesellschaft. Klar. Aber 30% ist einfach zu viel. Und lauter solche Umstände tragen dazu bei. Die falsche Sprache, die Angabe falscher Beweggründe, also eine mangelnde Ehrlichkeit, aber auch die Macht von nicht gewählten Leuten. Wieso ist denn ein Wirtschaftsboss, der sich ja nirgendwo zur Wahl stellt, mächtiger als die Kanzlerin? Die kann ich ja indirekt wählen oder abwählen, aber den anderen nicht. Also lauter solche Fragen bewegen mich, aber eben auch zunehmend die Leute. Und wie groß das Misstrauen ist, jetzt übrigens nicht nur gegenüber der Politik, zunehmend auch gegenüber der Wissenschaft. Natürlich. Das merken Sie bei der ganzen Corona-Debatte. Sehr emotionalisiert und nicht sachlich. Sehen Sie Deutschland 2023, 2025? Ich mich ja zur Prognose gefasst, genau. Will ich noch Folgendes sagen. Also Deutschland war und ist ja noch ein führendes Industrieland. Vollständig haben wir bei der Digitalisierung versagt. Aber wirklich vollständig. Ich glaube, wir sind auf Platz 90. Genau. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich fahre ja viel durch Deutschland und ständig ist mein Internet unterbrochen. Das Handy sagt dann kein Netz etc. Und ich habe jemanden getroffen, der war in dem afrikanischen Staat Uganda. 2 Jahre. Und der hat zu mir gesagt, Gregor, nirgendwo war meine Internetverbindung je unterbrochen. Und mein Handy, deshalb habe ich ja der vorhergehende Bundesregierung vorgeschlagen, Entwicklungshilfe in Uganda zu beantragen. Die werden uns doch erklären können, wie man das so macht. Wo wir aber wieder führend werden können, ist bei der Umwelttechnologie. Okay. Da sind wir wieder gut aufgestellt. Aber in der Digitalisierung haben wir vollständig versagt. Und es wird höchste Zeit, dass das nachgeholt wird. Schauen Sie sich mal unsere Ämter an. Die wechseln noch Faxe und so weiter. Also, ich meine, das glaubt man alles gar nicht. Dann sprechen Sie mir aus der Seele. Ich finde ja, wir haben ja positive Beispiele, auch wie Estland, die mit einer ganz anderen Staatsproduktivität umgehen. Viele sehr erfolgreiche und sehr soziale Länder haben eine Staatsquote an der Wirtschaft von vielleicht nur 20-30%, sind aber besser durchstrukturiert, haben aber auch sehr gute Kitas, haben gute Leistungen. Ja? Also es muss sich nicht widersprechen. Sie hatten auf das preußische Wesen verwiesen. Es gab Zeiten, da hatten wir einen sehr gut geführten Staat. Bismarck hat die Pension eingeführt. Also es muss sich nicht widersprechen. Wir waren doch mal Organisationstalente. Ja, also ich glaube, das hängt mit bestimmten strukturellen Mängeln und Fehlern zusammen. Der erste Fehler, will ich gar nicht weiter ausführen, ist, bei der Herstellung der deutschen Einheit wurde über vieles nicht nachgedacht. Das erste, worüber nicht nachgedacht wurde, weil man ja gesiegt hat, musste man sich ja die DDR gar nicht anschauen. Großer Fehler. Wenn man sich die DDR angeschaut hätte und 10 Sachen übernommen hätte, und ich meine nicht den grünen Abbiegepfeil und nicht das Ampelmännchen. Ja, ja. Also zum Beispiel waren wir bei der Gleichstellung der Geschlechter in der DDR noch lange nicht am Ziel, aber deutlich weiter als die Bundesrepublik. Also es gibt so ein paar Punkte. Wenn man das gemacht hätte, wären 2 Folgen eingetreten. Erstens, das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen wäre gestiegen. Das wurde ja ganz gegen Null gedrückt. Denn die hätten sich gesagt, wir hatten zwar das falsche System, aber immerhin, 10 Sachen sind so gut, dass sie jetzt in ganz Deutschland gelten.
Wenn du nämlich nichts übernimmst, sagst du ihnen ja auch, dass sie nichts geleistet haben. Die Tragik ist das doch... Das hat Folgen. Darf ich noch die zweite Sache? Klar. Die zweite Sache, wenn man 10 Sachen übernommen hätte, hätten die Westdeutschen alle gemerkt, dass durch das Hinzukommen des Ostens sich in 10 Punkten ihre Lebensqualität erhöht. Ein solches Erlebnis ist ihnen nicht gegönnt worden. Auch das hat Folgen. Bis heute. Ich habe es nie gedacht, dass nach 31 Jahren die Spaltung Ost-West noch so existiert, wie sie gegenwärtig existiert. Das Zweite ist, man hat auch nicht darüber nachgedacht, was muss sich eigentlich ändern nach dem Kalten Krieg. Also der Warschauer Vertrag wurde aufgelöst, die Sowjetunion brach zusammen. Und jetzt werden Kriege täglich selbstverständlicher. Das kann auch nicht wirklich die Antwort sein, kann ich nur sagen. Also da wurden ganz viele Fehler gemacht, glaube ich. Und auch das Völkerrecht wurde immer zuerst vom Westen verletzt und dann von Russland. Also das kann ich Ihnen Schritt für Schritt beweisen. Immer erst sind wir. Und warum wurde vom Westen das Völkerrecht verletzt? Weil man dachte, es nicht mehr zu benötigen. Man hatte ja gesiegt, verstehen Sie? Schlimm. Jetzt der Biden. Wissen Sie, was sein wichtigster Satz war in der UNO, nachdem er entschieden hat, die Soldaten aus Afghanistan abzukehren? Er hat gesagt, ich will zurück zum Völkerrecht und zur Diplomatie. Und da hat er recht. Das wird höchste Zeit. Also ich möchte noch mal auf die Linken eingehen. Durch die Direktmandate, 3 Direktmandate. Haben Sie kein leichteres Thema gerade? Ja, das ist, aber ich gehe auf Ihren Kommentar ein. Also ich bin sehr analytisch geprägt. Wir haben, wie Sie selber auch sagen, ich gehe davon aus, Politik verdrossene AfD und so weiter, groben Drittel der wählenden Bevölkerung. Die Linke gerade noch mal so in den Bundestag geschlittert. Sie haben doch in Zeiten der Inflation, in Zeiten des Weltwirtschaftsforums, einer enormen, also für mich analytisch enormen Fremdbestimmung durch die Finanzmacher und die Techmacher, da haben Sie doch so viele Themen. Wenn jetzt jeder dritte Deutsche wirklich darunter leidet, dass die Gaspreise je nach Vertrag zwischen 50% und 300% steigen werden, dass die Benzinpreise gestiegen sind, dass die Krankenkassenbeiträge gestiegen sind. Die werden, bald haben wir keine Mittelschicht mehr. Wir haben eine Bananenrepublik-Tendenz, sehr reiche und eine arme Klasse. Da muss doch mehr drin sein, dass die Linke mindestens 10-15% hat. Warum denn nicht? Ja, also das Ergebnis ist natürlich desaströs. Wir sind 94 mit 3 Direktmandaten, waren sogar 4 eingezogen. Da war das ein tolles Ergebnis. Diesmal war es desaströs. Obwohl es wirklich genügend Themen gibt, wie Sie sagen. Übrigens auch bei Nord Stream 2 ist ja interessant. Besetzt das doch bitte. Ja, das versuche ich ja. Wissen Sie, weil der Schwachsinn ist folgendes. Die wird immer erzählt, Nord Stream 2 macht CO2. Das ist Quatsch. Wir Verbraucher machen das, indem wir das Gas nutzen. Das ist was ganz anderes. Außerdem haben wir ja nur einen Vertrag über Gaslieferung. Und wenn wir natürlich weniger von Russland nehmen, dann wird Gas immer teurer. Ist ja ganz klar. Und vor allen Dingen, jetzt regen sich alle darüber auf, dass die Transitgebühren durch die Ukraine und Polen nicht mehr bezahlt werden müssen. Ja, wenn die aber bezahlt werden müssen, würden das ja wieder die Verbraucherinnen und Verbraucher bezahlen. Kämen wir auf den Preis obendrauf. Also ich will das mal alles weglassen. Aber im Kern Folgendes. Von außen gab es 2 Umstände, die konnte die Partei wenig beeinflussen. Das eine war, dass alle Medien sagten, die Linke will aus der NATO austreten, was dazu führte, dass viele Sicherheitsängste hatten. Dabei haben wir das nie gefordert. Was wir gefordert haben, aber das ist eine Perspektive, eines Tages die NATO zu ersetzen durch ein Sicherheitsbündnis unter Einschluss, nicht unter Ausschluss von Russland. Das ist aber im Augenblick ja überhaupt nicht denkbar bei dem Verhältnis NATO-Russland. Aber wie es in 20 Jahren, 25 Jahren aussieht, weiß man ja nicht. Das ist das eine. Das zweite ist von außen, dass SPD und Grüne mal gesagt haben, sie wollen es am liebsten zu zweit machen. Alles andere wird schwierig. Und dadurch haben sich viele, die früher die Linke gewählt haben, entschieden, doch lieber SPD und Grüne zu wählen. Das hat uns auch Stimmen gekostet. Aber jetzt kommen unsere eigenen Fehler. Der erste Fehler ist, wir haben leichtfertig die Ostidentität aufgegeben. Das dürfen wir auf gar keinen Fall. Und die müssen wir zurückgewinnen. Wir dürfen den Osten nicht der AfD überlassen. Punkt. Mehr sage ich gar nicht dazu. Das zweite ist, wir haben uns zu sehr gestritten. Und auch hart. Untereinander. Ja.
Das ist bei den Linken furchtbar. Die Linken gehen davon aus, dass sie an sich die besseren Menschen sind. Ein bisschen stimmt's ja auch. Aber sie, aber sie übertreiben es. Und dann sind sie alle immer so klug, dass sie alleine wissen, wie es richtig ist, im Unterschied zu dem, der neben ihnen steht. Und das kann oder konnte bisher nicht sachlich geführt werden, so eine Debatte, sondern immer mit einer unglaublichen Härte. Weil die einen mal denken, die wollen schon wieder verraten. Und also die ganze ideologische Prinzipienreiterei, die mir auch auf die Nerven geht. Ja, wirklich. So, das war der zweite Grund. Der dritte Grund war, dass wir nicht mehr über die Medien, es ist eigentlich klar, aber über die Medien war nicht mehr klar, was ist eigentlich eine Mehrheitsmeinung, was ist eine Minderheitsmeinung in der Partei. Und wenn du zwei unterschiedliche Meinungen hast und die Leute denken, die sind gleichberechtigt, dann wählen dich die Anhänger der einen Meinung nicht und die Anhänger der anderen Meinung auch nicht. Das ist ein reines Verlustgeschäft. Und das vierte war, wofür stehen wir eigentlich? Wo wollen wir hin? Und natürlich müssen wir immer sagen, die Linke entsteht aus der sozialen Frage. Klar. Sie entsteht auch aus der Frage der Mitbestimmung in der Produktion. Hm. Sie entsteht auch aus der Frage, was wird eigentlich produziert? Hm. Also alles das sind ganz wichtige Themen. Und ich habe überhaupt nichts gegen Gendern und all das. Das können alles, aber es darf nie das Hauptgewicht sein. Das Natürlich. Hauptgewicht muss immer in diesem umfassenden Sinne die soziale Frage und die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Wirtschaft sein, etc. Und dann müssen wir alles andere mit bearbeiten. Und immer, ich nenne Ihnen ein Beispiel, die ökologische Nachhaltigkeit ist ganz wichtig. Wir müssen den Klimawandel stoppen. Aber von der Linken muss kommen, in sozialer Verantwortung. Ja, genau, richtig. Punkt. Das ist der Punkt. Du kannst ein Braunkohlerevier schließen, aber wir müssen fordern, dass allen Braunkohlekumpeln gesagt wird, welchen gleich bezahlten Job sie am nächsten Tag haben. Und soweit das über Qualifizierung und Privatwirtschaft nicht möglich ist, muss es einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor geben. Wenn ich denen sage, ihr kriegt ja Arbeitslosengeld und später Hartz IV, na, das kann ich vergessen. Dann werden sie das nicht machen und dann werden sie Gegner der ökologischen Nachhaltigkeit. Also gewinne ich nichts, ich verliere dadurch. Fehlt der Linken, weil die AfD hat grob doppelt so viele Stimmen, hat die Linke die Bürgernähe einfach verloren? Es ist unterschiedlich. Es gibt kein einheitliches Urteil. Es gibt viele in meiner Partei, die haben eine Bürgernähe, die kämpfen auch darum. Aber diese ideologischen Kämpfe in den Gremien, die nehmen so viel Zeit in Anspruch, dass du dann irgendwann den Anschluss an die Bürgerinnen und Bürger verlierst. Deshalb mache ich immer regelmäßig meine Sprechstunden und alles Mögliche in meinem Wahlkreis. Weil wenn ich die Verbindung zu den Leuten verliere, dann wählen sie mich auch nicht mehr. So oder so. Aber und ich versuche es immer. Ich kann ja nicht immer helfen, wissen Sie. Aber ja. Ich schreibe. Alle wundern sich, dass ich die E-Mails in aller Regel persönlich beantworte. Wenn nicht, dann muss auch ein anderer unterschreiben. Dann ist es ja nicht meine Antwort. Wenn da mein Name drunter steht, ist die Antwort auch von mir. Und dann versuche ich eben zu helfen. Dann schreibe ich an Ämter und alles Mögliche. Und da sind immer viele von angetan. In der Hälfte der Fälle funktioniert es, in der anderen Hälfte funktioniert es nicht. Also einen Erfolg kann man nie garantieren. Ja? Wir haben eine strafrechtlich verurteilte in einem 400-Millionen-Betrugsfall EZB-Chefin. Wir haben eine EU-Chefin, die nicht gewählt war und mitverantwortlich ist für dreistellige Millionenausgaben für Berater. Wir hatten einen Verkehrsminister, der jetzt den einen anderen Minister schwer kritisiert, weil er Linocchio ist der neue Begriff für Christian Lindner, Linocchio, weil er sich so verändert hat vom Wahlprozess bis zu dieser Aussage, in einem Monat werden wir alle durchimpfen. Aber dieser Verkehrsminister, der hatte auch so einen kleinen Vertragsfehler gemacht, sind ja Jurist. Der kostet uns 1 Milliarde Euro. Das sind unsere Steuergelder übrigens. Dann haben wir einen Außenminister mit lückenhaftem Lebenslauf, einen Masterabschluss. Eine Außenministerin. Außenministerin, bitte. Ja genau. Oh, das ist ganz schlimm. Ein Masterabschluss. Ich bin ja Feminist, wissen Sie, deshalb muss ich darauf achten. Da verschluckt sich Ihre Mitarbeiterin gleich. Einen Masterabschluss ohne Bachelorabschluss, den hätte ich auch gerne bekommen. Wir haben diese Nord Stream 2-Thematik. Inflation schmerzt ernsthaft 40% der Bevölkerung. Der Bundeskanzler ist assoziiert mit Wirecard und Cum-Ex-Skandal. Das werfe ich ihm nicht vor. Er ist nicht verurteilt anscheinend. Dann haben wir ein
einen alten Gesundheitsminister, einen neuen Gesundheitsminister, die sich mit drakonischen Bettenabbau auseinandersetzen müssen. RKI gesponsert durch die Gates Foundation, Pfizer sponsert die SPD. Und die Krönung für Sie eigentlich müsste sein, als stellvertretender Bürgermeister, Wirtschaftssenator, Frauenfragen Berlins, eine Bürgermeisterin, da entzieht die Freie Universität GIFE den Doktorgrad, aber auch die Masterarbeit soll falsch zitiert worden sein. Was ist da los? Also das ist ein Sammelsurium von Inkompetenz, Interessenkonflikten, Skandalen und anderen Sachen. Wegen so einem Doktorkram wurde mal ein Verteidigungsminister rausgeschmissen. Was ist bei uns los? Was ist da los? Wählen wir die? Warum werden die gewählt? Also zwei Geschichten dazu. Die erste ist, ich bestätige jetzt nicht alle Punkte, die Sie gesagt müssen haben, Sie weil ich ja auch Jurist bin und ohne rechtskräftige Verurteilung kann ich ja sowas nicht unterstellen. Aber all das, was Sie schildern, trägt natürlich dazu bei, dass das Vertrauen immer größerer Teile der Bevölkerung in die etablierte Politik verloren geht, kaputt geht. Zum Beispiel während Corona eben noch die Maskenaffäre. Verstehen Sie, ja, genau. Sind zwar nur 3, 4. Krönung. Aber natürlich sagt man, die Politik ist generell so. Das ist die Schlussfolgerung. Das ist das eine Schlimme. Das zweite, muss ich Ihnen jetzt erzählen, ist folgende schöne Geschichte. Ich war in der Heute-Show und habe dort einen Satz gesagt. Eine halbe Stunde später wurde ausgestrahlt. Der Satz war gestrichen. Ich bekam dann den Orden wieder den tierischen Ernst und sagte in meiner Rede den Satz wieder. Das war aber am Sonnabend, die Ausstrahlung war erst am Montag und der Satz fehlte wieder. Und wissen Sie, welcher Satz das war? Ich habe nur gesagt, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass bisher alle gefälschten Dissertationen aus dem Westen kamen? Ich liebe das! Das wollten die nicht hören. Und dann, als ich die Laudatio auf meinen Nachfolger hielt, den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg beim Orden wieder den tierischen Ernst, da habe ich es anders gesagt und so blieb es im Fernsehen, da habe ich gesagt, dass ich über bestimmte Dinge nicht sprechen kann. Zum Beispiel hätte ich mal einen Satz gesagt und der ist aus der Sendung und aus der Sendung gestrichen worden, natürlich nur aus Gründen der Länge, es gab keinen anderen Grund. Deshalb werde ich den Satz, dass bisher alle gefälschten Dissertationen aus dem Westen kamen, heute nicht wiederholen. So blieb er drin. Aber dazu passt die regierende Bürgermeisterin nicht, weil die kommt ja aus dem Osten etc., aber das war ja nach der Wende. Aber alle Dissertationen vorher, komischerweise, ich nie aus der DDR, aber aus der Bundeswehr, meine Dissertation ist 18 Mal geprüft worden. Natürlich. Aber wissen Sie, woran das liegt? Ja. Du musstest ja in der DDR deine Dissertation selber schreiben. Das ist die meisten in der Bundesrepublik das ist natürlich die Idee, auch. Das ist die große Mehrheit ist ja absolut ehrlich, muss ich jetzt auch mal sagen, verteidigend für den Westen. Aber es gab immer welche, die konnten auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit beschäftigen. Und die dachten ja immer, bei ihrem Chef guckt ja keiner so genau hin. Deshalb ist es nicht aufklärbar. Der Betroffene kann ja nicht sagen, er hat es nicht geschrieben, sondern anderen. Die anderen können sich auch nicht melden, weil sie ja dann zugeben müssen, dass sie geschummelt haben. Och. Unauflösbare Fälle gibt es auch in der Juristerei, wollte ich damit nur angedeutet haben. Aber es ist doch irgendwie fragwürdig, ob sich da nicht der Maßstab verändert hat. Ja, natürlich. Bei Ihnen war mal, bei einigen Kollegen im Bundestag gab es mal diese Bonusmeilengeschichte. Es ist echt für mich kein Vergleich zu diesen Themen der Interessenkonflikte. Ja, aber wenn man einen Fehler begeht, muss man dazu auch stehen und Konsequenzen ziehen. Das haben Sie gemacht. Das mache ich immer. Wenn ich ihn nicht begangen habe, dann sehe ich es nicht ein. Dann kämpfe ich dagegen. Aber wenn ich ihn gemacht habe, warum auch immer, dann muss man auch dazu stehen. Ja, das ist interessant. Das ist natürlich verführerisch. Wissen Sie, ich sage den jungen Abgeordneten, bin sehr dafür, dass wir auch junge Abgeordnete bekommen. Ja, ja. Die Jugend muss auch im Parlament sein. Aber denen sage ich immer, ihr müsst nach 8 Jahren rausgehen und was ganz anderes machen. Und nach weiteren 8 Jahren könnt ihr wieder zurückkommen. Wenn ihr das nicht macht, wenn ihr sozusagen mit 20 in den Bundestag kommt und dann bis zur Pension drin bleibt, dann glaubt ihr eines Tages, dass die Drucksachen das Leben widerspiegeln. Das ist schon ein schlimmer Tag und dann kommt der schlimmste Tag. Dann siehst du aus wie eine Drucksache. Weil du dich so damit verinnerlichst, dass gar nichts anderes übrig bleibt.
Ich finde das interessant, dass Sie bei so eigentlich humorvollen Sachen wie es gab keine Ostplagiate, da schon zensiert werden. Wir haben jetzt wirklich, wir sind, glaube ich, an einem Inflexionspunkt, Scheidepunkt, das ist vielleicht besser in Deutsch, Millionen YouTube-Beiträge gelöscht, Telegram abschaffen, steht zur Debatte, keine Sendelizenz für Russia Today. Einige Kollegen werden durch den Bundesverfassungsschutz verfolgt, Kontosperrung, Rauschmiss, Hausdurchsuchung, Andersdenkende wie Ärzte, Richter, Wissenschaftler und Journalisten, Informationslöschung, Unterdrückung, essentielle Informationen, teilweise von Weltklasse-Experten wie Luc Montagnier, den Nobelpreisträger aus der HIV-Phase, Malone, immerhin einer der Erfinder der mRNA-Impfstoffe, Ioannidis, Bannenbosche und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist schwere Zensur. Nicht jeder Protestierende ist ein Reichsbürger, Nazi oder latent Antisemit. Oder empfinden Sie, dass wir noch denselben Freiheitsstatus genießen, insgesamt Toleranz wie vor der Corona-Krise? Also, erstens werden Sie sich wundern, als eine berühmte Firma den Twitter von Trump abschaltete, fand ich das falsch. Obwohl ich das, was Trump da leistete, natürlich völlig daneben fand. Ja. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Es ist strukturell falsch. Nicht die Firma darf das entscheiden. Dann entsteht Willkür. Dann können Sie nicht nur Trump abschalten, Sie können auch mich abschalten, jeden abschalten. Aber das wird mir sofort klar, deshalb freue ich mich nicht darüber. Sondern habe ich mir überlegt, wie kann ein Verfahren aussehen? Wenn einer auf dem Twitter und dann auch mit der Verantwortung von Trump permanent lügt, falsche Nachrichten bringt, muss die Firma bei einem Gericht beantragen, dass sie das schließen darf. Und das kann sie auch beantragen, schon in einem Eilverfahren, damit es erstmal gestoppt wird, wenn sie das für erforderlich hält. Dafür muss es eine klare Rechtsgrundlage geben, wann das erlaubt ist und wann das nicht erlaubt ist. Wenn das die Firma selbst darf, geht das völlig daneben. Das muss über ein unabhängiges Gericht geben, das dann entscheidet, ob das in diesem Falle angemessen ist oder nicht angemessen. Und dazu muss es auch klare Rechtsgrundlagen geben. Haben wir nicht. Zweitens, ich selber bin dreimal geimpft. Ich bin für Aufklärung. Ich überlege sogar über materielle Anreize nach, weil ich möchte, dass möglichst viele Menschen sich impfen lassen. Aber ich bin gegen Zwang. Aus vielen Gründen. Will ich jetzt gar nicht weiter aufzählen. Der nächste Punkt ist, natürlich haben Sie das Recht zur Demonstration. Und das ist ein Grundrecht. Und das ist wichtig. Ist ganz egal, ob ich mit der Meinung übereinstimme oder nicht übereinstimme. Genau. Und da gibt es natürlich viele, die Angst haben. Die sind auch keine Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretiker. Die sind auch keine Nazis und keine Antisemiten. Aber die gibt es eben auch. Natürlich. Das darf man nicht vergessen. Die nutzen das auch aus. Und nun dürfen aber auch Demonstrantinnen und Demonstranten haben ein Grundrecht und dabei müssen sie natürlich auch bestimmte Dinge einhalten. Und wenn sie sie nicht einhalten, dann muss wieder der Staat eingreifen. Aber wir dürfen auch nicht so tun, als ob der Staat ohnmächtig ihnen gegenübersteht. Ja, genau. Es ist ja eine Minderheit und die hat ein Demonstrationsrecht und das müssen wir wahren. Und ich hoffe ja doch, dass wir bald ein Ende der Pandemie erleben, sodass so Auflagen, Abstand halten, Maske tragen und so weiter, was ja logischerweise Demonstrationen beeinträchtigt, dass die dann endlich wegfallen. Wie ich mir überhaupt wünsche, dass wir die Pandemie so schnell wie möglich überwinden, denn sie nervt mich. Und viele andere, oder ich glaube sogar alle anderen auch. Ich würde Sie gerne so ein paar, Sie hatten das mal zugestanden, in einem Interview, da sagt sie, ich gehe sogar auf Ja- oder Nein-Fragen ein. Das ist ja ist furchtbar. Politikern nicht vorhanden. Aber ich werde sie damit garantiert nicht erledigen. Das ist auch wirklich nicht meine Absicht, sondern Wissen zu akkumulieren ist meine Absicht. Und ich sage die Worte und Sie schließen den Satz. Oh Gott. Liebe ist das höchste Gut im menschlichen Leben. Freiheit ist, dass man sachgerecht
über notwendige Dinge entscheiden kann und sich vor allem frei fühlt, das heißt, sein Leben selbst gestalten kann. Wunderbar. Der Sinn meines Lebens ist... Weiß ich nicht, werde ich noch rausbekommen. Ich hatte auf Ihre Hilfe gehofft. Ich hoffe auch auf Ihre Hilfe. Ich vertraue auf... Letztlich die Intelligenz und Klugheit der Menschen, worüber ich doch hoffe, dass sich Vernunft durchsetzt. Menschlichkeit ist, dass man seinem Gegenüber, dem man nicht ausstehen kann, die gleichen Rechte zubilligt wie sich selbst. Jetzt wird's heavy. Meine größte Angst ist, dass wir in Europa wieder zum Krieg zurückfinden. Mein größter unerfüllter Wunsch ist, dass ich alle Fremdsprachen perfekt beherrsche. Davon kann nicht mal im Ansatz die Rede sein. Das wäre ein Traum von mir. Egal, wo ich hinkäme, ich könnte immer in der Sprache, die die Leute reden und schreiben und mitreden. Och. Wäre das fantastisch. Wenn je ein goldener Zwerg zu mir käme und sagte, ich hätte drei Wünsche frei, wäre das einer meiner Wünsche. Ach, hier kommen noch drei. Ich sag noch den zweiten Wunsch. Ja. Aber da müsste ich mit ihm streiten, ob der zulässig ist, dass ich jeden Monat einen Wunsch frei habe. Das ist clever. Wissen Sie, weil sonst kann ich mich gar nicht entscheiden bei drei Sachen. Ja? Oder Sie machen es einfach wie König Salomon und dann sagt, ich habe nur einen Wunsch, ich möchte die absolute Weisheit haben. Ja, dann hat sich das andere erledigt. Das andere ist jetzt nicht pfiffig. Sanktionen gegen Russland. Haben nichts gebracht. Weder ist Nawalny entlassen worden, noch ist verhindert worden, dass Memorial verboten wurde, noch haben sich die inneren Strukturen gelockert. Ganz im Gegenteil. Ich bin ein Anhänger der Politik von Willy Brandt, Wandel durch Annäherung. Wir müssen sprechen und dann kriegst du auch das eine oder das andere erreicht. Willy Brandt ging es natürlich in erster Linie um die Akzeptanz für die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges. Ja. Aber in zweiter Linie wollte er auch über Gespräche das eine oder andere erreichen, hat er auch. Und wir müssen zu dieser Politik zurückkehren. Ich weiß auch nicht, die Sanktionen haben doch auch den Uiguren nicht geholfen in China. Also müssen wir doch einen anderen Weg finden, wenn wir ihnen helfen wollen. Offensichtlich. Schutz, also ja oder nein, Schutz der Familie, der Ehe oder Ehegattensplitting? Also ich bin für Schutz. Meine aber, dass die steuerliche Begünstigung nicht zu rechtfertigen ist. Schweres Thema. Höhere Haftstrafen bei Kindesmissbrauch. Wir haben die Strafen erhöht, vor allen Dingen, was wichtiger ist als die Höhe der Strafe, die Verlängerung der Verjährungsfristen. Weil Kinder, die missbraucht wurden, brauchen oft bis zum 30. Lebensjahr, bis sie sich entscheiden können, damit öffentlich umzugehen. Das ist das Wichtigste, dass es verfolgbar bleibt. Und dass wir ein Bewusstsein schaffen, dass das ein schweres Unrecht ist. Wissen Sie übrigens, dass die meisten, die Kinder missbrauchen, gar nicht pädophil sind? Also wenn sie pädophil sind, dann sind sie ja vielleicht nur vermindert zurechnungsfähig, ja, weil das eine Krankheit ist, die sie beherrschen müssen. Nein, die meisten sind bequem. Ein Kind zu überzeugen, ist leichter als eine erwachsene Frau. Punkt. So ist es. Und das kann man überhaupt nicht akzeptieren. Da hatten sich, soweit ich mich an diese Abstimmung erinnere, die Grünen hatten sich da enthalten und auch die FDP. Das lasse ich mal so stehen. Stärkung der Unternehmerkultur in Deutschland. Ja, ganz wichtig, weil ich bin ja ein Anhänger des Mittelstandes, weil der Mittelstand genauso wie überhaupt die Mitte der Gesellschaft bezahlt alles in Deutschland. Die das Armen können es nicht und an die Reichen und Konzerne trauen sich nicht ran. So genau. Einfach ist es. Und der FDP sage ich immer, sie will ja die Partei der Mitte sein. Und dann sage ich immer, seid ihr erst dann, wenn ihr von den wirklich Reichen und den Konzernen mehr verlangt, damit die Mitte entlastet werden kann. Solange ihr euch das nicht traut, redet ihr von der Mitte, aber tut nichts für sie. Ich will ja ein Bündnis der Linken mit dem Mittelstand. Das dem Mittelstand zu erklären, ist schwer. Das der Linken zu erklären, ist genauso schwer. Aber ansonsten sage ich immer beiden, quatscht ihr nur über gerechte Steuern? Aber reicht für nicht. Absolut. Nur wenn ihr das Bündnis schließt, könnt ihr sie auch erreichen. Und von der Kultur verspreche ich mir einfach ein Verantwortungsgefühl des
der Unternehmerin oder des Unternehmers für seine Beschäftigten. Und die kenne ich, die so sind. Die haben ein Verantwortungsgefühl. Die kennen jede Reinigungskraft, die kennen auch die Probleme, die wissen auch, wo sie nachgeben müssen, wo sie helfen müssen. Und dann gibt es eben auch so Arrogante, die sich dafür gar nicht interessieren. Und das ist eine Unternehmenskultur, die ich nicht mag. Die Antwort hat mich echt überrascht. Auf die Folgefrage, prozentual, mehr Staat in der Wirtschaftsleistung. Nein, anders. Ich kann es Ihnen genau erklären, wie meine Haltung ist. Die öffentliche Daseinsvorsorge gehört in öffentliches Eigentum, zumindest in öffentliche Verantwortung. Ein Krankenhaus muss sich nicht in erster Linie rechnen, sondern in erster Linie für Gesundheit da sein. Die ganze Privatisierung ist da falsch. Bei Bildung, bei Gesundheit, auch bei Wasserversorgung, bei Energieversorgung. Wir haben in Berlin ein Wasserwerk, wenn mir das gehörte. Ich habe ja gar keinen Konkurrenten und ich brauchte mehr Geld, fiel mir doch eine Lösung ein. Also das kann doch nicht wirklich die Antwort sein. Da bin ich für öffentliches Eigentum, zumindest für öffentliche Verantwortung. Bei den Mieten, Wohnen ist ein Grundrecht, dass man eingreifen kann. Dann die großen Konzerne und großen Banken, die sind mir zu mächtig. Absolut. Die möchte ich entweder verkleinern oder vergesellschaften. Vergesellschaften heißt nicht unbedingt verstaatlichen. Das kann auch Belegschaftsmiteigentum sein. Sie können das, sorry, Dr. Gysi, Sie können aber auch das machen, da war ich mit Sarah Wagenknecht d'accord. Trennen, wenigstens mal anfangen mit der Trennung von spekulativen Investmentbanken den relativ normalen Kreditbanken. Das wäre schon mal ein Anfang. Wäre ein Anfang, ja. Aber in der Richtung. So, und jetzt kommt das Ganze dazwischen. Das kann überwiegend privat sein. Das ist auch meine Schlussfolgerung aus der DDR. Ja. Und zum Teil genossenschaftlich. Wir denken immer, genossenschaftlich ist sozialistisch. Funktioniert doch bei uns. In Frankreich funktioniert es. Ja, es funktioniert in Holland. Es funktioniert bei uns. Aber eben auch privat. Natürlich mit einer hohen Absicherung der Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ganz wichtig. Aber dann macht es Sinn, da macht auch der Markt Sinn. Verstehen Sie, natürlich, wenn ich drei Bäckermeister habe und der eine ist besser als der andere, das hat schon Folgen. Bei Wasser ist es Quatsch, da gibt es keinen Markt, weil ich habe ja nur ein Wasserwerk in Berlin. Und, also klar, verstehen Sie, man muss privates immer Monopol anpassen, entsprechend den Strukturen. Also ich muss was anderes einpflegen. Meine Frau Kate kommt aus Frankfurt oder ich aus Frankfurt-Main. Und sie hat ihre Facharbeit in Politik über sie geschrieben. Nein, ist nicht wahr. Ja, das ist kein Zufall, das stimmt. Und so eine andere Gattung Gleichgerechtigkeit hatte ich mit meinen westlichen Bekanntschaften noch nicht erlebt. Das war ja so eine Ansage und so auf Augenhöhe, das war ich als verwöhnter Wessi echt nicht, hatte ich nicht drauf, aber es hat mir offensichtlich gut getan. Ich habe mal erzählt im Bundestag von dem ersten Gleichstellungsgesetz der Bundesrepublik und von dem zweiten Gleichstellungsgesetz. Also noch Ende der 50er Jahre durfte eine Ehefrau keinen Arbeitsvertrag abschließen ohne Zustimmung ihres Mannes und der Ehemann konnte gegen ihren Willen das Arbeitsrechtsverhältnis sogar kündigen. Und dann bis in die 70er Jahre durfte sie kein Girokonto ohne seine Kinder. Wir waren im Mittelalter. Das ist doch überhaupt gar nicht mehr vorstellbar. Und das Interessante war, Frau von der Leyen war damals Bundesministerin und stand so da, als sie das alles erzählt. Das hatte sie alles völlig vergessen oder nicht mehr in Erinnerung. Ich habe auch gestaunt. Das war nun von Anfang an, sage ich mal, sowas in der DDR. Und denkbar, da war eben ein bestimmtes Bild. Und wissen Sie, was ich auch spannend finde? Heiner Geißler, früherer, inzwischen ja verstorben, Generalsekretär der CDU. Der hat in einer Talkshow Folgendes gesagt, da habe ich erst darüber nachgedacht. Er hat gesagt, was der Kommunismus, auch der Schlimme, also von Stalin und Mao und so weiter, gebracht hat, sind zwei Fortschritte. Einmal die Alphabetisierung der Bevölkerung in Russland und in China, woran vorher keiner gedacht hat, kein Zar und nichts. Und zum Zweiten der Beginn der Gleichstellung der Geschlechter. Die Traktoristin, was? Und die spielte überall schon eine Rolle. Und darüber habe ich nachgedacht und habe gesagt, das stimmt. Aber die Verbrechen hätte man sich trotzdem sparen können. Ja, natürlich, absolut. Ich muss wirklich mal auf Ihren Lebenslauf eingehen. Der hat mich gerockt, in Neudeutsch gesagt. Was für ein Ding? Gerockt, wie ein Stein. Gerockt, verstehe ich. Ja, genau. Werfe ich mal selten ein, so ein Begriff. Aber hat mich bewegt. Nicht also, losrocken. Also Rockstar, Rock'n'Roll, kann man auch sagen. Ja. Aber
Ich fasse mal so ein paar Sachen zusammen, die ganz am Anfang auch sind, aber auch durch das Leben gehen. Scheidung erlebt mit 10 Jahren, eine schwere Herzkrankheit bereits als Kind. Ich glaube, es waren 3 Herzinfarkte. Ja, aber die erst als Erwachsener. Ja, genau, als Erwachsener. Dann war eine Operation am Hirn. Ja. Und ehemaliger Raucher, das ist echt viel. Aber volle Kante. Ja, ich kenne das, ich habe auch 4-5 Packungen mal am Tag geraucht. Was haben diese Leiden, die müssen Sie doch schon in der Jugend, in der Kindheit beeinflusst haben? Also, Bild. Als Kind lag ich 6 Monate und 1 Woche im Krankenhaus. Das ist eine ziemliche Zumutung. Aber das war ja in den 50er Jahren. Und da war aber in der DDR organisiert, dass ich immer Unterricht hatte in Deutsch und Mathematik. So dass ich die Schulklasse nicht nachholen musste, obwohl ich dann ja auch noch ein halbes Jahr zu Hause war. Das war eine Herz-in-Wand-Entzündung und damals gab es nicht die Antibiotika, die ich gebraucht hätte, um das schnell zu heilen. Wow. So ging das nur über Sulfonamide und so weiter, würde ich gar nicht weiter aufklären. Die Zumutung für ein Kind ist natürlich, überhaupt so lange im Krankenhaus zu liegen, ewig nicht aufstehen zu können, etc. Und da hatte ich 2 spannende Erlebnisse. Das eine war, dass ich einen Nachbarjunge hatte. Und mein Vater schenkte mir ein Radio, Grünau hieß das. Da war aber RIAS zu empfangen und natürlich auch der DDR-Rundfunk. Und ich wollte immer Montagabend Schlager der Woche hören. Und der andere Junge sagt, er lehnt das ab, RIAS zu hören. Und deshalb hört er eine Schlager der Woche. Da habe ich gesagt, ja, dann musst du dir eben die Ohren zuhalten. Dann hat er aber doch mitgehört. Und dann war ein dritter Junge. Der war besonders niedlich und nett und auch kleiner. Und der wurde von seiner Mutter nur 2-mal im Jahr besucht, weil die in Bautzen wohnte. Gott, oh Gott. Was furchtbar war. Sodass die Ärzte aber sich oft mit ihm beschäftigt haben. Und dann war das so, Frühstück bekamen wir im Krankenhaus, Mittag im Krankenhaus und Abendbrot im Krankenhaus. Aber zum Kaffee trinken, Obst und Süßigkeiten, das mussten die Eltern mitbringen. Und das brachten sie immer auch für diesen Jungen mit, meine Eltern. Oh, wow. Was völlig richtig war. Sehen Sie, und dann habe ich den danach jeden Monat einmal besucht und dann kam, also als ich entlassen war. Und wow. Dann kam ich hin und dann sagten sie, er ist tot. Wow. Als Kind. Furchtbar. Haben Sie sich dann entschlossen, 2 Kinder in meiner Klasse sind gestorben. Schlimm. Und zwar immer im Dezember, sodass wir dachten, nächsten Dezember stirbt wieder einer. Wir wussten bloß nicht wer, aber es fiel dann aus. Und ja, es hat mich schon geprägt, weil ich weiß, dass man doch etwas vorsichtig mit seinem Leben umgehen muss. Und weil ich weiß, wie schnell auch ein Ende des Lebens kommen kann und dass man sich um die Probleme anderer eben auch zu kümmern hat. Eben, ich hatte ja wieder Glück im Vergleich zu dem anderen Jungen. Im Vergleich zu anderen Kindern hatte ich wieder Pech. Also diese Relativität habe ich gelernt. Und was jetzt meine Krankheiten betrifft, ich war raus aus der Politik, dann wirst du immer krank. Politikerinnen und Politiker werden ja vorher nicht krank, aber dann haut es sie immer um, weil plötzlich die Adrenalinstöße fehlen. Klar. Und ich war ja von 2002 bis 2005 raus und habe das alles im Jahr 2004 erledigt. 3 Herzinfarkte und eine Gehirnoperation wegen eines Aneurysma. Und da muss ich Ihnen erzählen, ich war ja raus aus der Politik. Und im Januar 2005 hatte ich meinen ersten Gast im Deutschen Theater. Und plötzlich war eine ganze Reihe voll von Journalistinnen und Journalisten. War mein erster öffentlicher Auftritt nach der Gehirnoperation. Und die wollten sehen, welche Macke ich jetzt habe. Die wollten sehen, ob ich jetzt immer den Kopf schüttle oder was ich mache. Was es wirklich gab, eine gewisse Zeit, war eine gewisse Unsicherheit bei Fremdworten. Nicht bei denen, die du schon als Kind kanntest, aber denen, die du später gelernt hast. Ja. Aber mein Gast war Rydlicka, ein hervorragender Bildhauer aus Österreich, der aber leider ein schwerer Alkoholiker war. Und der brauchte von 11 bis 12.30 Uhr, so pünktlich habe ich sonst nie aufgehört, 3 solche Gläser Wodka, die er da öffentlich trank. Dann sagt er hinterher zu mir, ist das nicht furchtbar mit mir und dem Alkohol? Oh, wow. Er sagt, nee, du bist der Einzige, der so weit überlebt. Alle anderen wären gestorben, wenn sie das getrunken hätten. Und dadurch merkte man meine Schwäche bei Fremdworten nicht so sehr. Ach, lustig. Dass die Journalistinnen und Journalisten das gar nicht richtig mitbekamen. Insofern hatte ich den richtigen Gast zur richtigen Zeit. Aber Sie sehen, auch dadurch habe ich mir weder den Humor noch die Lebensfreude nehmen lassen. Und seitdem bin ich übrigens kerngesund. Wissen Sie, ich erledige sowas in einem Jahr. Ne? Dann ist es rum. Das ist sehr konzentriert. War das diese Erfahrung, war das, das ist, sehe ich so selten, bei Vitas Lebensläufen, Sie haben einen Adoptivsohn, also Sie haben einen Sohn adoptiert. Ja. Hat das auch etwas mit Ihrer eigenen Erfahrung
Entdeckung ihrer Lebensfreude, also erstens Lebenswillen. Mochte ich den Jungen und auch heute mag ich ihn sehr und wir haben auch ein gutes Verhältnis. Und zweitens, wenn ich eine Frau heirate, die einen Sohn mitbringt, will ich für ihn zuständig und verantwortlich sein. Und zwar in jeder Hinsicht. Ich will dann gar keinen Unterhalt von einem anderen. Also wenn es geht. Und das ging, der war ja einverstanden damit und so habe ich ihn gerne adoptiert. Und dann kam unser gemeinsamer Sohn hinzu, für den ich dann auch später allein, wie man heute sagt, das Sorgerecht, in der DDR hieß es, das Erziehungsrecht hatte. Und dann in meiner zweiten Ehe noch eine Tochter, wobei natürlich meine Söhne doch deutlich älter sind als meine Tochter. Und ich versuche ihnen zu erklären, dass ich für die nächste Generation nicht auch noch zuständig bin. Also zwei Generationen, okay, aber nicht weiter. Ne? Es gibt ein paar Sachen, die ich fragen möchte. Sie haben ja ein wunderbares Buch über den Vater geschrieben zusammen. Tolle Interviews gegeben, auch Ihre Biografie, Autobiografie konnte ich auch lesen. Dann ist der Vater 1988, entweder wurde ihm der Ruhestand nahegelegt, er war damals Staatssekretär in Kirchenfragen, war auch mal Kultusminister, aber zwei starke Veränderungen, einmal Abwanderung in den Westen, einmal eckt der Vater wahrscheinlich bei Margot Honecker an in Kirchenfragen und nicht so lange danach werden Sie Parteivorsitzender der SED, eigentlich der mächtigste Mann im Land. Naja, wie geht das? Da war die Macht schon gestrichen. In der Verfassung stand ja die führende Rolle der SED und die war schon am 2. Dezember gestrichen worden. Also als ich es war, war die Macht schon ein bisschen vorbei. Darum ging es mir auch nicht. Na, also Folgendes. Also meine Schwester hat natürlich eine ganz bestimmte Entwicklung genommen. Die hatte auch durch meinen Vater Schwierigkeiten, alles klar. Ja. Und war fertig mit der DDR. Und ging dann in die Bundesrepublik. Und das gab zwischen denen natürlich Auseinandersetzungen und Streit. Aber letztlich hat er ihr geholfen. Ja, das war sehr interessant. Finde ich sehr interessant. Das ist auch wieder mein Vater typisch. Er versucht es und wenn es nicht geht, dann hilft er. Und natürlich, wenn sie zu Besuch kam, haben wir sie immer alle gesprochen und empfangen und so weiter. Da waren wir relativ locker und offen. Und er war Staatssekretär für Kirchenfragen. Und da kann ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Klar. Er traf Erich Honecker und sie wollten gemeinsam sprechen mit dem Vorsitzenden der Evangelischen Bischofskonferenz, und zwar auf der Wartburg, die ja auch sehr schön ist. Und Honecker war da und Klaus Gysi war da, nur der Bischof war nicht da, weil die Sicherheitsvorkehrungen so waren, dass er gar nicht mehr durchkam. Dann wurde natürlich die Staatssicherheit angepfiffen und die mussten jetzt dafür sorgen, den Bischof zu holen. Und dann saßen sie zu zweit da. Und da hat mein Vater ihn gefragt, was hältst du eigentlich davon, wenn wir nicht mehr von der Gleichberechtigung der Christen sprechen? Er hat bestimmt nicht gesagt Christinnen und Christen, wie ich es heute ja, sagen klar. würde, sondern er hat wahrscheinlich nur von den Christen gesprochen, sondern von der Chancengleichheit. Wow, das und ist ein Riesenunterschied. Dann sagte Erich Honecker, ja, versuch es. Und dann erzählte er mir, dass er später in der Volkskammer war und vorne, also als Abgeordneter, und vorne saß Margot Honecker als Ministerin für Volksbildung, guckte ihn an und machte nur so. Das war's. Kein Gespräch. So, und dann wurde er bestellt ins Politbüro im Juni 88 und Günther Mittag, der gar nicht für ihn zuständig war, sagte, die Aufgabe des Staatssekretärs für Kirchenfragen besteht darin, die Interessen der SED gegenüber den Kirchen zu vertreten. Wir aber haben den Eindruck, dass du die Interessen der Kirchen gegenüber der SED vertrittst, das ist nicht dein Job. Und dann konnte er gehen und wurde abgesetzt. Und das ist interessant, denn damals war ich, was habe ich, 88, war ich 40. Leichtfertig folgenden Satz zu ihm gesagt, ich habe gesagt, Peterchen, sei mal nicht so unglücklich, du bist ja auch in einem Alter, wo du jetzt mal von deiner Rente leben kannst. Ob ich das heute noch so sagen würde, weiß ich nicht. Aber damals sagte ich das zu ihm. Und dann sagte er zu mir, ich bin gar nicht so unglücklich. Sag ich, warum nicht? Ja, sagt er, weißt du, weil die in zwei Jahren alle gehen müssen. Das war sehr weitsichtig. Und dann habe ich mit ihm gesprochen. Er hat übrigens einem amerikanischen Journalisten zur selben Zeit das Gleiche erzählt, im Park, der das aber auch erst nach der Wende dann öffentlich gemacht hat. Ich natürlich auch. Da sag ich, ja, wie kommst du denn drauf? Das kann ich dir sagen. Der Gorbatschow macht gute politische Reformen und ihm fällt für die Wirtschaft nichts, aber auch gar nichts ein. Daran geht er zugrunde. Und die SED-Führung denkt jetzt ernsthaft, sich von der sowjetischen trennen zu können, ohne die sie zugrunde geht.
weil sie gar nicht existieren können ohne die sowjetische Führung. Das war ihm immerhin alles klar. Ja, das, ich habe es übrigens nicht geglaubt, aber er war er klüger. Also, Sie haben wirklich Erfahrung gemacht, wenn ich mir überlege, dass Sie vom Bundesamt für Verfassungsschutz mit 27 einer von 27 Bundestagsabgeordneten waren, die unter ständiger Beobachtung standen. Dann gibt es diese sogenannten Abhörskandale, ein massiver Angriff, mediale Verunglimpfung durch fast alle Medien, ZDF, NDR, WDR, SZ, etliche Prozessversuche, etliche Diskreditierungsversuche, angeblicher Stasi-Informant, Verschleierung, Verschiebung des SED-Vermögens. Das war eine brachiale mediale Vorverurteilung. Die meisten werden eingeknickt. Das ist zu viel. Ein Mann, gut in einer Struktur noch, aber gegen eine wirtschaftliche, politische... Ich sage Ihnen mal Folgendes. Übermacht. Der berühmte Journalist Heribert Prantl hat Folgendes geschrieben. Der am meisten und am erfolglosesten verfolgte deutsche Politiker heißt Gregor Gysi. Und das fand ich wirklich eine geniale Formulierung. Beides stimmt. Am meisten und am erfolglosesten. Da ist wieder der Rechtsstaat wichtig. Verstehen Sie? Der hat mich auch geschützt, indem die Justiz das eben nicht mitgemacht hat. Ganz überwiegend nicht. So konnte ich meiner Partei den Wert erklären. Und wenn ich gesagt habe, wir müssen um die Rechtsstaatlichkeit kämpfen, haben sie geklatscht. Weil das war ja nicht ihre Erfahrung zunächst. Ja, klar. Sondern eher das Gegenteil. Das fand ich spannend. Das war das eine. Das zweite war, ich habe mir dann auch überlegt, warum. Es hat mir mal jemand erklärt, man hatte ein Bild von einem DDR- oder SED-Funktionär. Und ich widersprach diesem Bild völlig. Ja. Und das fanden sie gemein. Also sie fanden, wenn schon so eine komische SED-Nachfolgepartei in den Bundestag einzieht, dann muss da jemand an der Spitze stehen, der ihrem Funktionärsbild entspricht, damit man der Bevölkerung das so erklären kann. Und jemand, der so auftritt wie ich, das störte sie ungemein. Und sie haben, konnten die Vorteile nicht bestätigen. So eine tiefe Ablehnung. Aber wissen Sie, ich frage mich auch, wie ich das durchgestanden habe. Bloß ich konnte nicht gehen, weil ich ja wusste, dass es falsch ist. Wenn es richtig gewesen wäre, die Vorwahl, hätte ich mich ja zurückgezogen. Ja. Aber ich wusste ja, dass es Unsinn, dass es falsch ist. Und dass ich mich, die Erfahrung habe ich dann gemacht, zunächst in Hamburg und dann auch bei anderen Gerichten, doch auf die Justiz einigermaßen verlassen kann. Und nun ist es aufgegeben. Und dann hat zum Beispiel, ich bekam in Krefeld das Steckenpferd, ne? Und vor mir hat Herr Laschet das Steckenpferd bekommen. Und als Ministerpräsident von NRW kam er, um die Laudatio auf mich zu halten, weil er mein Vorgänger war. Manche hätten sich davor gedrückt, hat er aber nicht gemacht. Klar. Und dann sagte er eben, wir dürfen auch nicht vergessen, dass er relativ mutig politische Leute in der DDR verteidigt hat. Der Erste, der das gesagt hat. Endlich mal. Ja. Und das stand dann auch in den Zeitungen, dass er das gesagt hat, weil das neu war. Und wissen Sie, da habe ich ja folgende Erfahrung gemacht. Die DDR hat sich im Laufe der Jahrzehnte verrechtlicht. Also in den 80er Jahren hattest du mit juristischen Argumenten eine Chance, das hättest du in den 50er oder 60er Jahren gar nicht erst zu versuchen brauchen. Aber das ging. Es gab eine Ausnahme, wenn es wirklich oder vermeintlich um politische Machtfragen ging. Wow. Und da habe ich mitgekriegt, egal ob Bahre oder Habermann oder sonst was, wenn ich was erreichen will, natürlich mache ich alles, was ich formal juristisch machen muss, klar, kämpfe ich auch, aber erreichen kann ich nur etwas, wenn ich mit der Abteilung Staat und Recht des ZK der SED spreche. Wow. Weil, wissen Sie, das war so, ich habe denen was erzählt, die haben mir das nicht beantwortet, aber ein Vermerk geschrieben. Der Vermerk ging zum Abteilungsleiter. Der Abteilungsleiter hat es wahrscheinlich Egon Krenz gegeben. Egon Krenz wollte es nicht selbst entscheiden und hat es Honecker vorgelegt. Und da bekam es zu den Entscheidungen. Zum Beispiel habe ich eben bei Habermann, ich meine, der hatte ja ein Strafverfahren am Hals, er hatte Beschlagnahmen, er hatte Hausdurchsuchung, alles Mögliche. Alles. Und dann habe ich gesagt, und das alles soll der DDR genutzt haben. So musste ich ja argumentieren. Ich kann nur sagen, es hat unserem Ansehen geschadet. Ich verstehe das alles nicht. Ich habe das alles runtererzählt und die haben artig so ein bisschen mitgeschrieben. Und plötzlich kam über Honecker die Entscheidung, nichts mehr. Hausverbot wurde aufgehoben,
Es gab keine Beschlagnahmen mehr, keine Ordnungswidrigkeiten wurden mehr festgestellt, keine Strafverfahren mehr durchgeführt. So. Und bei Barrow habe ich wieder gesagt, es gibt ein Barrow-Komitee im Westen. Die DDR leidet doch unter und so weiter. Und da wusste ich, sie sagten, also eine Begnadigung kommt nicht in Frage, dann würden wir das ja auf Westdruck machen. Eine Korrektur des Urteils kommt auch nicht in Frage, etc. Und dann plötzlich habe ich gesagt, na ja gut, aber es könnte doch eine Amnestie geben. Wir haben ja einen runden Jahrestag. Und da haben sie wieder nichts zu gesagt und die Amnestie kam. Und er kam raus. Also so musstest du da vorgehen. Das hat nun heute wieder keinen Sinn. Heute kannst du diese Methoden wieder völlig vergessen. Aber da ich ja die Strukturen der DDR kannte, also mit einem anderen Problem hättest du dich da nie hinwenden können an die. Das hätte dich auch gar nicht interessiert. Aber solche Sachen gingen nur über diesen Weg, dass man wenigstens das eine oder das andere erreichen konnte. In dem Zusammenhang, Dr. Gysi, ja. Sie haben also, die Familie Havemann ist ein sehr Sudan verpflichtet, hat das auch kenntlich gemacht. Ein Fall in ihrer juristischen Geschichte, der ist für mich fast schon unvorstellbar, dass niemand anders auf den Gedanken gekommen ist. Es ist eine Klientin von Ihnen, die keine sexuellen Beziehungen hatte. Übrigens, Fuchs habe ich nie vertreten, weil sie den... Das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist wieder so eine Fehlinformation. Ist falsch. Stand auf immer Wikipedia. Mal da und ich habe es dann korrigiert, dann ist es weg. Ja, genau. Ja? Aber Sie hatten noch diesen Fall einer Frau, die sich nicht erklären konnte, warum sie schwanger wurde. Also das ist für mich... Ja, das werde ich auch nicht vergessen. Wirklich, weil die kam zu mir und sagte, hören Sie zu, ich hatte seit 3 Jahren keine intime Beziehung mehr zu einem Mann und bin schwanger. Und ich glaube nicht, dass ich Maria bin, sagst du noch dazu. Ich verstehe es nicht. Und kein Mensch glaubt dir. Überall abgewiesen. Ja, und ich habe gesagt, nee, das Verrückte. Waren Sie mal schwer betrunken und können sich nicht daran erinnern? Nein, 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 nein. Auf jeden Fall habe ich dann an die Polizei geschrieben und so viel Druck gemacht, bis die dann ein ganz langes Gespräch mit ihr geführt haben. Und da kam heraus, dass sie einmal bei einem Zahnarzt betäubt wurde. Eine Vollnarkose. Und der war es. Das spricht für einen... Ich meine, der ist natürlich seine Zulassung losgeworden. Es war übrigens im DDR-Recht eine Vergewaltigung. Ja. Weil das war nicht nur mit Androhung von Gewalt oder mit Gewalt, sondern auch, wenn du mit einer geisteskranken Frau den Beischlaf geführt hast oder mit einer Wehrlosen. Und eine Bewusstlose ist ja wehrlos. Das war eine Vergewaltigung. Also, ich meine, aber im ersten Moment denkst du ja, oh, das kann doch nicht wahr sein und so. Und also, ich habe dann wieder festgestellt, wissen Sie, es gibt nichts, was es nicht gibt. Sie sind, das ist meine abschließende Frage, Sie sind freue ich mich schon. Bundeskanzler auf Lebenszeit. Und Sie haben jetzt, das wird sich auch durchsetzen, da kann keiner mehr widersprechen, Sie können 3 Maßnahmen bestimmen. Ja, also die erste Maßnahme wäre, dass ich dafür sorgte, dass die Bundeswehr an keinem einzigen Krieg mehr beteiligt ist. Die zweite Maßnahme wäre, dass ich versuchte, eine Chancengleichheit aller, der Frauen und Männer, der Ostdeutschen und Westdeutschen, der Menschen mit Migrationshintergrund und der Menschen ohne Migrationshintergrund, beim Zugang zu Bildung und Ausbildung, zu Kunst und Kultur herstellen würde. Scheint mir das Wichtigste zu sein. Und das Dritte wäre, dass ich den Kanzler auf Lebenszeit sofort wieder abschaffte. Ich gratuliere Dr. Gysi. Das ist wunderbar. Alles gut. Ich bedanke mich auch bei euch, dem Medienteam. Und klar, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.